Jahr, vor allen Dingen Gesundheit. Und ich freue mich, dass ihr natürlich bald wieder in die Schule könnt und hoffe, dass für euch Normalität einkehrt. Okay, also wir haben jetzt eigentlich das erste große Thema in der Chemieklasse 12 abgeschlossen und beginnen jetzt mit einem zweiten, relativ kleinen Thema. Das gehört immer noch zur Thermodynamik dazu. Und ich finde, das ist ein sehr nettes Thema, weil es eigentlich auch sehr gut zu dem passt, was ihr oder wir gerade in Mathe machen. Sehr schön. Genau. Also es geht um Reaktionsgeschwindigkeiten und wir schauen uns erstmal an, was sind Reaktionsgeschwindigkeiten und wie berechnet man die und später kommt dann, wie beeinflussen wir Reaktionsgeschwindigkeiten. Das soll jetzt erstmal das Thema sein und wir fangen direkt an. Also mit was befasst sich die sogenannte Reaktionsgeschwindigkeit? Also die beschäftigt sich mit der Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen. Also, mit der Reaktionsgeschwindigkeit von chemischen Reaktionen. Und das ist ein bisschen klein hier geworden. So, genau. Also, als erstes, die erste Aufgabe, das hätten wir jetzt eigentlich zusammen gemacht im Unterricht, solltet ihr mal überlegen, okay, was sind denn hier für chemische Reaktionen aus dem Alltagsleben dargestellt? Und wie schnell bzw. langsam laufen die ab? Das gebe ich jetzt mal quasi vor. Also, was wir hier im ersten Bild sehen, das ist ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk war jetzt dieses Jahr zu Silvester etwas weniger ausgefallen, was ich persönlich jetzt gar nicht so sehr schlimm finde. Genau. Dann, was sehen wir hier? Wir sehen hier die Basteibrücke im Elbsandsteingebirge, ja. Und typischerweise ist im Elbsandsteingebirge sind diese Form des Sandsteins geprägt, ja. Also wir haben hier verschiedene Täler, auch wo die Elbe lang fließt. Das ist natürlich vom Wasser dann beeinflusst. Aber wir haben hier auch diese schwarze Patina, ja. Die sieht man auch in der Frauenkirche, ja. Die Frauenkirche ist ja auch aus Sandstein gefertigt. Und dann entsteht einfach so eine schwarze Patina, also so eine Schutzschicht. Und die entsteht durch Verwitterung. Ja, also hier findet eine Verwitterung von dem Naturstein, von dem Sandstein statt. Und das passiert vor allen Dingen auch durch den sauren Regen, also durch schwefelhaltigen Regen in der Umgebung. Ne? Und hier sieht man schön Königsstein, oder ist das der Lilienstein? Aber müsste ich jetzt lügen, ne? Königsstein oder Lilienstein. So, also hier sehen wir die Verwitterung. Verwitterung von Sandstein. So, was sehen wir hier? Ja, das Hobby aller Mütter, wie die Männer immer sagen. Wäsche waschen, ja. Also das, hier wird Wäsche gereinigt, ne? Waschmaschine, das ist vermutlich ein Trockner. Genau. Also hier ist da oder soll dargestellt sein die Reinigung. Reinigung von Schmutzwäsche. Von Schmutzwäsche. Okay, weiterhin, was sehen wir hier? Einen schönen Keller, in dem werden Fässer gelagert. Was sind das für Fässer? Ja, wir sehen hier ein Gärröhrchen. Also scheint es sich hier um die Gärung von Wein zu handeln. Ich schreibe jetzt mal einfach Weingärung. Oder alkoholische Gärung wäre eigentlich allgemeiner. Ja, aber ich denke, es ist allen bekannt klar, was hier gemeint ist. Ne? Dieses Gärröhrchen, ihr macht bestimmt mit der Frau Hausmann nächstes Jahr in der 13. Klasse, wenn ihr dann die organischen Sauerstoffverbindungen behandelt, da gehört Alkohol hinzu. Die habt ihr bestimmt auch selber euren eigenen Wein. Das ist eigentlich ganz witzig. Gut, was sehen wir hier? Hier sehen wir ein Schiffswrack, ja, und das ist befallen von Rost. Also hier ist das Eisen. Also es besteht ja aus Stahl und Stahl besteht aus Eisen, welcher mit Kohlenstoff versetzt wurde. Und, aber trotzdem verwittert der dann irgendwann, der rostet. Also hier haben wir eine Rostbildung. Eine Verwitterung der eisenhaltigen Oberfläche in dem Fall, ja, Rostbildung. Genau. Und hier sehen wir ein Lagerfeuer oder auch eine Verbrennung von Holz. So, wie schnell laufen diese verschiedenen chemischen Reaktionen ab? Also, wir haben zwei sehr schnelle chemische Reaktionen, und zwar ist einmal das Feuerwerk, wo wir eine Explosion haben. Ja, ein sehr schneller chemischer Prozess, der läuft sehr schnell ab durch quasi eine Zündung, eine Verbrennung und dann kommt es zu einer Explosion. Ja, und die Verbrennung an sich
ist auch eine sehr schnelle chemische Reaktion. Also die findet innerhalb von wenigen Sekunden am Partikel statt. Natürlich brennt ein Holz länger im Ofen, aber weil es halt ein ganzes Holzstück ist. Chemische Prozesse, die etwas länger dauern, also innerhalb von Stunden oder Tagen, sind zum Beispiel die Gärprozesse, wie beispielsweise wir oben die Weingären, wir Gärprozesse. Ja, das dauert eine ganze Weile, bis quasi alles durchgegärt ist, und aber auch die Reinigung von Schmutzwäsche, ja. Ihr wisst das vielleicht manchmal, wenn man irgendwas besonders dreckig gemacht hat, muss man das erstmal einweichen, ja, und dann löst sich das so ein bisschen an und dann braucht man, dann wird das speziell mit verschiedenen Seifen gewaschen und diese heben dann die Schmutzpartikel aus dem Stoff heraus, also reinigen von Schmutzwäsche. Und demzufolge sind sehr langsame chemische Reaktionen, also die Verwitterung. Ja, das ist wirklich ein langsamer Prozess, ja. Also das braucht einige Jahre, bis diese Reaktion wirklich so stattfindet, dass man sie sieht. Das kann man sich beispielsweise vorstellen, ihr kennt ja die Frauenkirche wahrscheinlich in Dresden, ne? Und man sieht dann immer dort, die wurde ja wieder aufgebaut, und man sieht die hellen Steine, die quasi beim Wiederaufbau erneuert wurden. Ja, und dort ist natürlich dieser Verwitterungsprozess, weil die Neuen sind noch nicht so sehr vorangeschritten. Und daneben sind natürlich gleich ältere Steine, die sind natürlich schwarz. Also die haben diese Patina schon ausgebildet. So, und die Rostbildung ist auch ein langwieriger, eine langsame Reaktion, Rostbildung. Ja, das findet nicht sofort statt. Das wisst ihr vielleicht auch beim Auto, ne, wenn es anfängt zu rosten. Man sieht es am Anfang nicht. Und dann kann es passieren, dass sich halt unterm Lack so, dass sich der Lack so ein bisschen anhebt. Dann bilden sich so Blasen unterm Lack. Also man sagt auch, das blüht dann auf. Das ist immer nicht so schön, weil das muss man halt runterschleifen, großflächig ausbessern. Und das ist halt sehr kostenintensiv. Und kann aber natürlich der Karosserie schaden. Das ist immer nicht so toll. Deswegen sollte man da beim Lack eigentlich immer nicht sparen. Genau. Gut, jetzt geht es aber hier um die durchschnittliche Geschwindigkeit. Also, durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit, durchschnittliche Werte, durchschnittliche Änderungsraten, ja. Also, was verstehen wir erstmal unter der durchschnittlichen Reaktionsgeschwindigkeit? Also, unter der durchschnittlichen Reaktionsgeschwindigkeit versteht man die Änderung der Konzentration groß C. Der Konzentration groß C der Reaktionsedukte bzw. Reaktionsprodukte in einem bestimmten Intervall. Aha, also wenn wir jetzt hier durchschnittliche Änderung, wir wollen jetzt die durchschnittliche Änderungsrate berechnen. Yippie-yay! Also, es gilt, also man sagt Reaktionsgeschwindigkeit, Geschwindigkeit kennt ihr aus der Physik, bezeichnet man mit V. Und wenn es eine durchschnittliche ist, macht man hier so einen Querstrich drüber. Das R steht für die chemische Reaktion und man sagt, man bildet quasi das Delta der Konzentration der Reaktionsedukte oder Delta der Konzentration der Reaktionsprodukte, je nachdem, was man betrachtet, dividiert durch die Differenz der Zeit. Oder man sagt, ich mache jetzt mal einfach plus, also die Konzentration, also wenn wir jetzt ein Intervall haben, Zeitintervall, also von T1 bis T2, dann sagen wir die Konzentration zum Zeitpunkt T2 minus die Konzentration zum Zeitpunkt T1 dividiert durch die Konzentration T2 minus T1, die Differenz halt. Ne? Und das wisst ihr, das entspricht der Steigung der Sekante. Ja, das ist quasi die durchschnittliche Änderungsrate, kann ich noch davor schreiben. Also das müsst ihr jetzt gerade eigentlich alle in Mathe haben. Die bei mir haben, die haben das auf jeden Fall. Aber braucht man das, weiß ich auch, das habt ihr auch alles gemacht. Durchschnittliche Änderungsrate. Ne, ist doch gleich wieder eine schöne Wiederholung. So, und wir bezeichnen dabei, also dieses Delta CRE,
beschreibt die Änderung. Ah, schreibe ich mit meiner Tastatur, sonst kann man das wieder so schlecht lesen. Aber ihr wisst, ich habe eine wunderschöne Handschrift, außer an diesen Tafeln und auf diesem Tablet. Also eine Änderung der Reaktionsedukte. Änderung der Konzentration. Achtung, entschuldigt. Der Reaktionsedukte. Demzufolge ist... Ah, ich habe es hier vergessen. Nein. So. Demzufolge ist das Delta CRP. Ha! Ringer Pelz. Ah, das ist ja verrückt. Änderung der Konzentration. Was der Reaktionsprodukte. Und Delta T ist natürlich die Änderung der Zeit. So, ne? Das ist auch gar nicht schwer. Wirklich nicht schwer. Wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an. Und zwar, wir haben eine chemische Reaktion. Also in einem Reagenzglas wird zur Hälfte mit Salzsäure gefüllt. Ja? Bei der Zugabe von einem Stückchen Zink entsteht Wasserstoff, welcher pneumatisch in einem Messzylinder aufgefangen wird. Für diese Reaktion gilt folgende Reaktionsgleichung. Ne? Müsst ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt also hier ein Reaktionsglas, also ein Reagenzglas haben, dann haben wir hier Salzsäure drin und dann wird jetzt hier Zink reingegeben. Ja, also. So, jetzt ist die Frage, das hätte ich euch jetzt natürlich gefragt, wäre ich bei euch, woran erkenne ich, dass Wasserstoff aufsteigt? Naja, wenn das hier drin ist, dann bilden sich Bläschen. Das wäre eigentlich ein schönes Beispiel. Ja, und diese aussteigenden Bläschen, das ist der Wasserstoff. H2, der geht nach oben. Ja, also, so. Und dieses Experiment wird im Abstand von einer halben Minute, da wird das mithilfe, also es wird quasi das Volumen wird gemessen und des Reaktionsproduktes und dabei wurde dann aufgenommen. Was wurde denn aufgenommen? Also, beziehungsweise wie wurde es denn gemessen? Also, wenn man das misst, dann kommt hier oben, so mal ein kleiner Versuch separat, hier so ein Stöpfen drauf, ja? Da ist hier so ein Röhrchen. Das wird verbunden mit einem sogenannten Kolbenprober. Was ist ein Kolbenprober? Ein Kolbenprober ist einfach nur quasi wie ein großes... Naja, das ist ein großer Kolben. Ne? Wir haben ja so einen Glaskolben. Und in diesem Kolben ist luftdicht, also naja, hier ist so ein Kolben drin, so ein Glaskolben. So, da ist kein Platz dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. So, künstlerisch so begabt, naja. Und auf jeden Fall, je mehr Wasserstoff natürlich entsteht, dann drückt dieses Gas halt diesen Kolben nach draußen. Ich versuche das jetzt mal darzustellen, indem ich sage, okay, hier kommt Wasserstoff, dann drückt das diesen Kolben nach draußen. Also hier füllt sich das mit Wasserstoff. Und dann hat der Kolben jetzt die folgende Position eingenommen. So, schwuppdiwupp. Ja, also der Kolben ist jetzt einfach hier, machen wir mal ein bisschen dreidimensional, nach draußen gerutscht. Ja, das bedeutet, hier wird quasi gemessen, also das ist dann auch skaliert, ne? Hier sind so Messwerte dran an dieser Kolbenprobe. Also das ganze Ding hier ist der Kolbenprobe. Hätte ich natürlich euch jetzt alles schön gezeigt, wenn ich bei euch bin. Man misst quasi das Volumen hier drin. Also hier ist das, wird das Volumen gemessen. Man misst dann den Wasserstoff, die Menge an Wasserstoff.
Ja, und also das ist ganz lustig, je nachdem, wie schnell oder langsam die Reaktion ist, kann dieser Kolben so hinten rausflutschen. Flup, 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 flup. Manchmal macht er so, ne, weil das ist natürlich so ein bisschen eingefettet, dass der halt besser gleitet. Und ja, das ist ganz witzig eigentlich. Okay, aber zurück. Also, man misst die Zeit im Abstand von einer halben Minute und man misst quasi hier dieses Volumen, ja, diesen Rauminhalt. Ja, und man weiß den Zusammenhang zwischen Volumen und Konzentration vom Wasserstoff. Den werden wir aber erst später noch lernen. Also, wir sollen jetzt erstmal diesen Zusammenhang in einem Koordinatensystem darstellen. Ja, und zwar einmal diesen Zusammenhang zwischen Zeit und Temperatur und zwischen Zeit und Konzentration. Nee, gar nicht. Nur den ersten. Nur den ersten Zusammenhang. Nur zwischen Zeit und Volumen. Genau. Nee, doch beide. Okay, ich habe doch beide dargestellt. Die müsst ihr gar nicht darstellen, weil die habe ich euch nämlich schon mitgegeben. Achtung, Achtung, Achtung. Guckt mal auf die nächste Seite. Ho, 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 ho. Also, und zwar, das ist die Volumenänderung, ja? Also hier unten, das ist die X-Achse. Also T in Minuten. Und hier, das soll die Y-Achse sein. Oh, das ist eine super Achse. Das ist die Y-Achse. Und da haben wir und zwar haben wir dann das Volumen von H2 in Milliliter. Okay. So, kann ich eigentlich hier auch. Das habe ich schon mal vorgegeben. Und auch die Konzentrationsänderung. Also hier haben wir auch wieder die Zeit in Minuten. Und dann, nein, dann haben wir auf der Y-Achse, oh, das war falsch. Auf der Y-Achse die Konzentration vom Wasserstoff. Schwupps. Konzentration vom Wasserstoff in Mol pro Liter. Achtung, das müssten wir oben in der Tabelle mal ändern. Plus die Konzentration dieses Minute mal rausschmeißen. Ja, bitte schmeißt das. Also, habe ich das sonst mal mit drin gelassen? Nee, das mal rausschmeißen, bitte. Gut. So, also, ja, das müsst ihr jetzt gar nicht selber zeichnen. Also, ihr könnt das gerne selber zeichnen, aber ich habe es euch jetzt mit vorgegeben. Okay, wir sollen jetzt zu verschiedenen Zeitbereichen diese Kurve beschreiben. Dafür gehen wir bitte, also gehen wir jetzt nochmal auf die nächste Seite. Achtung auf diese Darstellung. Und zwar, wir sollen darstellen zum Zeitpunkt 0 beschreiben, was da ist. Und dann zum Zeitpunkt von 0 bis T1. Und dann habe ich gesagt, was ist T1? T1 ist die 3. Genau, also einfügen. T1 soll 3 sein. Schreib mal gleich nochmal hin. Und T2 ist 5. Das habe ich nirgendwo hingeschrieben. Das irritiert mich gerade. Also, passt auf. Na, das geht ja aber nicht so schön durch. Okay. Also T1 ist 3 und T2 ist 5. Okay, wir sollen angucken, hier zum Zeitpunkt T ist gleich 0, was passiert? Das ist das erste Intervall, also von 0 bis 3. Das ist das zweite Intervall von 3 bis 5. Und dann sollen wir noch angucken,
was zum Zeitpunkt t ist gleich 5 passiert. Okay, also, und das Gleiche auch natürlich für die Konzentration, auch das mit vergleichen. Und zwar also t1 ist gleich 3. So. Nee. Also hier ist das erste Intervall von 0 bis 3. Das zweite Intervall von 3 bis 5. Okay, also, und also, dass ihr das jetzt bloß ein Bild habt. Und jetzt gehen wir es ans Beschreiben. Und wir, also wir sehen, die Kurven sehen ähnlich aus, ja. Die sind bloß anders skaliert, aber sie verhalten sich ähnlich. Sie steigen beide an und flachen dann mit Zunahme der Zeit ab, ja. Also so sehen sie beide aus. Demzufolge können wir das, was wir in der einen Kurve sehen, auf die andere übertragen. Und genau. Also, wir sehen zum Zeitpunkt T0, ja, haben wir einen Volumenwert, das ist 0, aber auch, jetzt rutsche ich nochmal runter, eine Konzentration, die ist 0. Und das müssen wir jetzt interpretieren. Was bedeutet das für uns? Also, wir sehen zum Zeitpunkt T0, also die Volumenänderung vom H2 zum Zeitpunkt 0 ist 0 Milliliter. Also, wir haben noch kein Wasserstoff gebildet. Ebenfalls ist die Konzentration vom Wasserstoff zum Zeitpunkt 0, 0. Ja? Mol pro Liter. Und was bedeutet das? Das bedeutet, die Reaktion, das schreibe ich jetzt wieder mit der Tastatur. Reaktion groß schreiben. Hat noch nicht stattgefunden. Ja, also die Reaktion hat noch nicht stattgefunden. Ja, Wasserstoff ist ja ein Reaktionsprodukt. Das sehen wir hier in der Reaktionsgleichung, die ich völlig vernachlässigt habe. Ja, Wasserstoff ist ein Reaktionsprodukt. Und das bedeutet, am Anfang ist es noch nicht da. Also es hat noch keine Reaktion stattgefunden. So, also jetzt gucken wir mal uns die Reaktion im ersten Intervall ein. Achtung, da gehe ich jetzt wieder auf die Skizze. So, was sehen wir in diesem ersten Intervall? Wir sehen, dass die Konzentration und auch die Volumen und das Volumen vom Wasserstoff zunimmt, demzufolge auch die Konzentration. Ja, das steigt an. Also, das notieren wir mal. Also. Also, das steigt stark an und wir betrachten jetzt nur die durchschnittliche Geschwindigkeit, also die durchschnittliche Geschwindigkeit auf diesem Intervall. Und zwar ist das die Änderung, ist das jetzt diese Volumenänderung? Und dafür schauen wir in der Tabelle nach. Also, wir rechnen quasi, wir betrachten das jetzt nur anhand der Volumenwerte, wir können das auch mit den Werten rechnen, aber wir schauen, zum Zeitpunkt 3 haben wir ein Volumen von 24 Milliliter, also 24 minus zum Zeitpunkt 0 haben wir ein Volumen von 0 geteilt durch 3 minus 0, ja, also durchschnittliche Änderungsrate berechnen wir hier und das ist 24 durch 3 und das ist 8 Milliliter. Also, wir haben eine also 8 Milliliter pro Minute. Ja, das ist die Zunahme. Also, ein hoher Anstieg. Also, ich schreibe es mal hin.
Also, es werden im Durchschnitt 8 Milliliter pro Minute Wasserstoffgas gebildet, also H2, gebildet in diesem Intervall von 0 bis 3. Wie kann man das jetzt interpretieren? Also, wir sehen, es ist ein sehr hoher Anstieg. Und demzufolge wird auch relativ viel Wasserstoffgas gebildet. Es wird relativ viel Wasserstoffgas gebildet. Wie könnten wir jetzt diesen Anstieg veranschaulichen? Na, wir könnten den einzeichnen, ja, als durchschnittliche Steigung. Ja, das entspricht ja der Steigung einer Sekanten, mathematisch gesehen. Achtung, zeichnen wir es für ein. Also, wir haben jetzt hier diesen Durchschnittswert berechnet und den können wir natürlich auch grafisch darstellen. Ja, also, indem wir quasi diese beiden Punkte verbinden, dann ist das die Sekante aus diesen beiden Punkten. Und wir hätten jetzt hier diese durchschnittliche Änderungsrate, ms, ist gleich 8 Milliliter pro Minute. So, in diesem ersten Intervall. Machen wir gleich weiter. Jetzt kommt ja dieses zweite Intervall. Auch hier sollen wir insgesamt durchschnittlich betrachten, auf das Intervall sehen, was passiert. Naja, und dann sehen wir, okay, jetzt flacht hier diese Kurve ab. Ja, also die Kurve flacht ab. Wir können gleich schon mal, wir sollen auch gleich die Änderungsrate dann berechnen. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier diese Sekante, huch, falsche Richtung, wenn wir jetzt hier die Sekante aus dem Anfangs- und Endpunkt bilden, darstellen, skizzieren, sehen wir, die ist deutlich flacher als diese erste Sekante. Ja, und wir überlegen gleich noch, was das bedeutet. So, also hier. Also ich warte mal. Also T1 ist gleich 3, T1 ist gleich 3, T2 ist gleich 5. Und zwar, wir sehen jetzt, dass das Volumen vom Wasserstoffgas und auch die Konzentration vom Wasserstoffgas im Intervall ansteigt, jedoch nicht so stark. Was müsste das mathematisch bedeuten? Das müsste bedeuten, dass dieser Wert, den wir jetzt errechnen, auch deutlich kleiner ist. Ja, schauen wir uns das mal an. Also wir berechnen jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesem zweiten Intervall und dafür nutzen wir die Werte. Also zum Zeitpunkt t ist gleich 5 haben wir ein Volumen von 26,5 Milliliter Wasserstoffgas und zum Zeitpunkt 3 haben wir ein Volumen von 24 Milliliter Wasserstoffgas. Also wir berechnen so, 26,5 minus 24 ist 2,5 und das ist 2. 2,5 durch 2 ist 1,25 und wir sehen, das ist wirklich deutlich kleiner als im ersten Intervall. Ja, und wir können auch unten drunter schreiben. Also, es werden im Durchschnitt 1,25 Milliliter pro Minute Wasserstoffgas gebildet in diesem Intervall. Ja, das sehen wir. Und genau, was bedeutet das jetzt? Also wir haben jetzt hier einen deutlich flacheren Anstieg.
Demzufolge können wir jetzt interpretieren, also es wurde ja schon vorher Wasserstoff gebildet, ja, gasförmiger Wasserstoff. Das bedeutet, es ist jetzt schon relativ viel da. Wir müssen ja auch überlegen, ja, wenn zwei Stoffe miteinander reagieren, eine chemische Reaktion ist ja dadurch gekennzeichnet, dass aus zwei Stoffen mindestens ein neuer Stoff entsteht. Das bedeutet, bei dieser chemischen Reaktion wandelt sich jetzt die Salzsäure und das Zink um, ja, quasi wird das Zink abgebaut und je mehr das abgebaut wird, desto weniger kann an Reaktionsprodukten entstehen. Demzufolge kann auch weniger Wasserstoffgas entstehen. Demzufolge, wenn ich jetzt schon vorher viel Wasserstoffgas gebildet habe, wird natürlich jetzt weniger Wasserstoffgas gebildet, weil ich jetzt ja schon viel da habe. Also es wird weniger Wasserstoffgas gebildet. Da ich ja auch schon relativ viel Wasserstoffgas gebildet habe. Ja, also könnt ihr euch das vorstellen, ne? Wenn ich schon viel habe, dann wird natürlich immer weniger gebildet, weil dann habe ich ja schon viel. Genau, okay. So. Und dann betrachten wir noch, was passiert zum Zeitpunkt t ist gleich 5, also t2 ist gleich 5. Das ist ja so, ich habe den mal als vierten Bereich betrachtet. So, und wie könnte man das jetzt interpretieren? Und zwar, wir sollen jetzt quasi uns nicht die durchschnittliche Änderungsrate, sondern die momentane Änderungsrate angucken. Das machen wir dann aber gleich später. Und zwar, Achtung, ich nehme meine schöne Farbe. Orange, ich mag Orange. Passt mal auf. Also, was sehen wir hier? Ja, wir sehen hier eine waagerechte Tangente. Ja, wir könnten jetzt hier die Tangentensteigung einzeichnen. Also hier MT, Tangentensteigung. Und MT, diese Tangentenstirn, ist annähernd 0. Also, wir hatten hier quasi eine waagerechte Tangente. Ja, also waagerechte Tangenten haben wir auch in den Extrema. Da weiß ich nicht, ob ihr das bei Frau Hausmann hattet. Die anderen haben das halt noch bei mir. Genau, wir lernen heute Extrema kennen. Genau, also wir haben halt hier aber eine Steigung, die ist 0. Das bedeutet, wir haben keinen Anstieg, aber auch kein Gefälle. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir das interpretieren? Also, das erste Problem, das wir haben, wir können jetzt hier keine durchschnittliche Änderungsrate bestimmen, sondern wir bräuchten jetzt halt hier diese momentane Änderungsrate, also die Tangentensteigung. Das machen wir jetzt aber erst noch nicht, das gucken wir uns dann gleich erstmal später an. Und genau, das ist dann gleich das nächste Beispiel. Und genau, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also, genau. Und zwar die momentane Änderungsrate können wir noch nicht bestimmen. Da müssten wir quasi diesen Abstand immer weiter verkleinern. Aber jetzt zur Änderung. Man könnte abschätzen, also dass auch quasi, also wir sehen, dass das Volumen nicht weiter ansteigt und auch ebenfalls die Konzentration. Also Volumen und Konzentration. Vom Wasserstoffgas nicht weiter an. Erkennbar. Erkennen wir eine waagerechte Tangente. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, also wir betrachten jetzt nur quasi die Reaktionsgeschwindigkeit. Also, dass wir quasi 0 Milliliter pro Minute mehr bilden. Und wie kann man das jetzt interpretieren? Na, das bezieht sich jetzt so ein bisschen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Also, wenn wir natürlich den Zink
Klumpen in die Salzsäure reingeben. Dann entsteht erstmal ganz, ganz viel Wasserstoff. Natürlich, das greift von allen Seiten an. Und mit der Zeit wird dieser Zinkklumpen natürlich immer kleiner. Demzufolge wird natürlich auch die Angriffsoberfläche, an der die Salzsäure angreift, immer kleiner. Ja, und irgendwann ist der Zink aufgebraucht. Na, und dann ist es halt so, dass kein Wasserstoffgas mehr entsteht. Denn wie soll denn ohne Zink bei dieser chemischen Reaktion Wasserstoffgas entstehen? Und dann ist quasi die Reaktion abgeschlossen. Dann hat man noch einen gewissen Anteil an Salzsäure da oder an Zinkchlorid, aber auch mit einer Mischung aus Salzsäure. Und das kann jetzt ja aber nicht weiter reagieren. Also ist dann die Reaktion abgeschlossen. Also, wenn wir sehen, dass jetzt kein Wasserstoff mehr gebildet wird, ja, wenn wir das erkennen an dem Graphen, können wir sagen, die Reaktion ist abgeschlossen. Die Reaktion ist abgeschlossen, da kein Wasserstoffgas mehr gebildet wird. So, genau. Und das wäre jetzt erstmal dazu. Also es ist immer ganz wichtig, ich mache es mal kurz kleiner, wenn wir das betrachten, wir wollen immer wissen, okay, was ist am Anfang? Und ganz wichtig, am Anfang einer solchen chemischen Reaktion ist noch natürlich kein Wasserstoffgas da, weil diese Reaktion beginnt gerade erst. Also wir stellen diesen Zeitpunkt T0 uns aus diesem Moment, aus dieser Millisekunde, aus diesem Augenschlag vor, in dem der Zinkklumpen in die Salzsäure gegeben wird. Flupp. Ja, in Zeitlupe. Ich denke, das könnt ihr euch vorstellen. Und erst wenn das drinne ist, fängt die Reaktion an und dann geht es pop, pop. Und dann wird ganz viel Wasserstoffgas gebildet und dann ist natürlich viel Wasserstoffgas da. Die Oberfläche vom Zinkklumpen wird verkleinert, es kann weniger Salzsäure angreifen. Demzufolge wird dann weniger Wasserstoffgas gebildet, bis der Zinkklumpen insgesamt aufgebraucht ist und die Reaktion abgeschlossen ist. Okay? Die kleine Geschichte vom Zinkklumpen in der Salzsäure, könnte man sagen. Gut, so. Genau, also. Ne? Zinkklumpen wird reingeschmissen und jetzt es wird ganz viel Wasserstoff gebildet. Ach, jetzt wird weniger, weil der Zinkklumpen wird ja immer kleiner. Und jetzt ist hier ist der Zinkklumpen aufgebraucht. Ne? Man sieht hier hinten raus auch keine Veränderung mehr. Okay. Und zwar schauen wir uns an, was ist denn das Problem an dieser durchschnittlichen Reaktionsgeschwindigkeit. Also, die durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit ist sehr, sehr ungenau. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen klein. Sehr, sehr ungenau. Ja, und wir brauchen aber in der Chemie jedoch exakte Werte. Wie in der Mathematik. Um abzuschätzen, welche Konzentration ein Stoff besitzt. Mal ein Beispiel aus der Medikamentenherstellung. Also, ich benötige zu jeder Zeit der chemischen Reaktion die exakte Änderungsrate der Konzentration. Ja, also wenn es jetzt darum geht, ein Medikament herzustellen, dann finden da natürlich auch chemische Prozesse statt und man misst natürlich auch die Konzentration der Stoffe. Ja, und dazu brauche ich wirklich zu jedem Zeitpunkt die genaue Konzentration jeder einzelnen Stoffe. Ja, so ein Durchschnittswert kann variieren. Ne? Ihr wisst beispielsweise, das ist eigentlich so ein schöner Spruch, den hatte ich, glaube ich, vergessen bei den 12ern jetzt, also die jetzt bei mir Mathe haben, vergessen zu sagen, wo es um Durchschnittswerte geht. Ja, also ein Fluss kann im Durchschnitt nur 10 cm tief sein, trotzdem kann man da drin ertrinken, weil es ist halt nur ein Durchschnittswert. Ja, wie kann das entstehen, so ein Durchschnittswert? Wenn wir uns jetzt mal hier vorstellen, wir haben hier eine Oberfläche. Ja, und ich zeichne jetzt mal hier das, also das ist die Wasseroberfläche, das Relief vom Fluss ein, ne? Flach, 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 flach. Und auf einmal geht es an einer kleinen Stelle. Dann ist es flach, 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 flach. Ja, dann sind das hier vielleicht immer nur 5 cm, 4 cm, 3 cm. Also die Stellen, wo man Fische wahrscheinlich gut sieht. Und dann geht es hier auf einmal so wahnsinnig tief runter, ja. Und wenn ich dann hier den Durchschnittswert vom Fluss ermittle, na, dann ist der halt, dann verfälscht halt dieser Wert das insgemein. Demzufolge sind Durchschnittswerte sehr ungenau und wir brauchen aber diese exakten Werte. Ja, um beispielsweise die Konzentration von Medikamenten genau zu bestimmen.